Vers 47. Ich verehre den urersten Herrn Govinda, der in seiner gewaltigen persönlichen Gestalt namens Shesha, welcher die alles beherbergende Energie in sich birgt, mit den unendlichen Welten in seinen Haarporen im Ozean der Ursachen ruht und den Schlummer der Schöpfung Yoga Nidra genießt. Erläuterung: Hier wird das Wesen Anantas, der die Form von Mahavishnus Ruhebett annimmt, beschrieben. Ananta, das unendliche Ruhebett, auf dem Mahavishnu liegt, ist eine besondere Erscheinungsform Gottes. Sein Name ist Shesha und er hat das Wesen eines Dieners Krishnas.